Die Sache ist halt echt, ohne Licht hätte das einfach nicht gewirkt. Nicht so gewirkt. Aber ja, du musst übrigens vorsichtig sein, ne? Du verdrehst hier unten das Ding. Sorry. Eigentlich wollte ich den lose drehen, es hat sich auch bewegt, aber dann war das wahrscheinlich das. Also. Upsi. Nach ein paar Tagen Quarantäne genießen wir es jetzt endlich wieder draußen zu sein und gerade jetzt zum Herbstanfang gibt es nichts Schöneres, als draußen Motive zu finden und zu fotografieren. Und wir sind jetzt gerade in die Pilze gegangen und suchen ein paar schöne Motive, die wir fotografieren können. Ein paar Pilze am Stamm oder auf dem Boden. Und wir haben auch ein Körbchen dabei. Wenn wir jetzt was Geeignetes finden, dann nehmen wir das auch gerne noch mit fürs Abendessen. Normalerweise wachsen hier immer schöne, große und viele Parasolpilze. Bisher habe ich aber noch keinen entdeckt. Ich halte aber trotzdem einfach mal die Augen auf und schaue auch gleichzeitig mal, ob hier ein schönes Fotomotiv ist. Denn wir haben nämlich für uns eine neue Technik entdeckt. Und zwar haben wir ein LED-Licht dabei, sodass wir die Pilze, wenn wir was Schönes gefunden haben, ausleuchten können, sodass das alles noch so ein bisschen mystischer und märchenhafter aussieht. Und da habe ich gestern schon mal ein bisschen was probiert und ich hoffe, dass ich jetzt auch gleich noch mal das ein oder andere Motiv finde, um da mich noch ein bisschen auszuprobieren. Und ich habe auch Sven dabei, der kann mir, was die Technik betrifft, auch noch mal ganz gut helfen, denn da gibt es auch noch eine Neuerung, die ich gestern ausprobiert habe. Und zwar, wie hieß das nochmal? Ich glaube, Focus Bracket. Muss ich den Sven gleich nochmal fragen. Der macht da aber auch nochmal ein Video zu. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man den Schärfebereich in der Kamera für das Motiv einstellen kann. Und die macht dann verschiedene Bilder von vorne bis hinten, in verschiedenen Schärfebereichen. Und wie gesagt, Sven kann das ganze Technische alles auch nochmal genauer erklären in seinem Video. Ich verlinke euch das gerne nochmal in der Beschreibung. Macht aber an sich ein super schönes Bild, weil man die Blende nicht ganz so zumachen muss, damit man eben alles scharf bekommen kann. Das heißt, der Hintergrund ist immer noch sehr schön im Bouquet. Ich habe hier diese Pilze an dem Stamm gefunden und da möchte ich gleich mal versuchen, eine schöne Komposition herauszufinden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es am besten mache, ob ich vielleicht so ein bisschen abstrakt von unten fotografiere oder ob ich frontal drauf gehe oder von oben. Ich werde da gleich mal ein bisschen rumprobieren. Und was ich auch probiere, ist, dass ich die Pilze an sich hier so ein bisschen ausleuchte mit unserem LED-Licht, dass das ja alles so ein bisschen spookiger vielleicht wird. Ich bin mal gespannt, ob ich da was Cooles hinbekomme. Ich habe die Kamera jetzt so ausgerichtet, dass die praktisch hier leicht nach unten auf die Pilze zeigt. Aber ich brauche jetzt, glaube ich, gleich mal ein bisschen Svens Hilfe, um das einzustellen. Und dann machen wir gleich mal ein Bild. Ist das jetzt noch auf manuell gestellt? Ja, ne? Das braucht manuell. Okay. So möchte ich das vielleicht haben. Ist das hier? Angucken. Ich habe mir eine Komposition ausgesucht, welche die Pilze von unten zeigt. Ausprobiert habe ich das Licht in verschiedensten Höhen und Winkeln, um dann mit Svens Hilfe ein Foto zu machen. Foto machen? Ja. Das sieht mega aus. Hier seht ihr jetzt auch, was Licht ausmacht und wie magisch die Szene um den Pilz wirkt. So. Und jetzt drücke ich. Das fertige Bild löst in mir eine richtig träumerische Stimmung aus. Es symbolisiert für mich den Herbst, die dunkle und gemütliche Jahreszeit beginnt und im Märchenwald wird es still. Ich habe mich für ein Square-Format entschieden, weil ich finde, dass so die lichtdurchfluteten Lamellen des Pilzes am besten zur Geltung kommen.
Die Sache ist halt echt, ohne Licht hätte das einfach nicht gewirkt. Neben all diesen vielen kleinen schönen Pilzen, die wir hier im Wald entdecken, habe ich auch noch was Interessantes für die Wildlife-Fotografen unter euch. Und zwar haben wir hier eine Stelle, wo sich ja, Rehe des Nachts niederlassen, wo die also schlafen. Die scharren den Waldboden auf, entfernen das Laub und legen sich dann an diese Stelle. Und man kann hier eigentlich auch schön erkennen, ich hoffe, man sieht es jetzt auch hier mit der Kamera, noch die Trittsiegel. Da, wo eben die Rehe den Boden weggescharrt haben. Ist immer ganz schön zu sehen. Hier sind auch einige Stellen. Ich habe da vorne noch zwei entdeckt. Und ja, dann schauen wir noch mal weiter, ob wir noch ein paar andere Pilze finden. Pilze für eine leckere Pilzpfanne habe ich heute jetzt leider nicht gefunden, aber dafür einen umso spektakuläreren Fund. Und zwar, ich dachte eigentlich erst, dass das Pilze sind, aber ich habe hier den Unterkiefer von einem Wildschwein entdeckt. Und die Zähne, die sehen auch richtig frisch aus und ich schätze auch, dass das vielleicht maximal 1,5 bis 2 Jahre ist. Ich war nie so gut darin, das Alter abzuschätzen von den Tieren. Aber vielleicht weiß das ja einer von euch besser. Schaut euch den mal an. Wir haben hier halt noch kaum abgewetzte Molaren und die hintersten Molaren, die sind halt noch gar nicht aus dem Kiefer ausgetreten. Also da schätze ich auf jeden Fall, da hat noch der Zahnwechsel stattgefunden oder hätte noch stattgefunden. Super interessant, was man hier alles so im Wald entdeckt und findet und vor allem gar nicht unweit hier vom Weg entfernt. Ich schätze, dass da ja, ein Fuchs den mal irgendwo anscheinend verschleppt hat, denn es ist auch nur der Unterkiefer hier zu sehen. Einen Oberkiefer oder auch weitere Zähne, weil schaut mal, die Schneidezähne hier vorne, die sind halt auch schon nicht mehr da. Deswegen glaube ich, dass der Tatort an sich viel weiter weg war. Ja, kann man sich jetzt Geschichten ausdenken, wie das passiert ist, wie der Unterkiefer hier hinkam. Ist auf jeden Fall super interessant, sowas dann auch zu sehen hier im Wald. Ich habe jetzt doch noch mal eine Stelle gefunden mit Pilzen, die ich fotografieren möchte. Und zwar sieht das Ganze gerade so aus. Ich habe hier meine Kamera stehen und hier vorne wachsen die Pilze nach oben an dem Stamm. Und wenn ich das ausleuchte mit dem LED, dann ergibt das, glaube ich, ein richtig cooles Bild. Ich bin genauso vorgegangen wie bei einem Pilz zuvor. Während ich die Kamera ausgerichtet habe, dachte ich, dass das eine tolle Komposition wäre. Aber am Computer sah das dann irgendwie anders aus und ich war mir jetzt dann doch nicht mehr so sicher. Ich habe das Foto einmal mit insgesamt 4 Bildern gesteckt und einmal mit allen 50. Ich kann mich am Ende jetzt nicht mehr entscheiden, welches der beiden ich besser finde und ob und wie ich die Bilder beschneiden möchte. Im Vergleich zu meinem ersten Pilz kommt dieser der Stimmung irgendwie nicht ran. Ich möchte es euch aber trotzdem zeigen, weil mir der Prozess ganz großen Spaß bereitet hat. Für mich ist das heute eine richtige Premiere gewesen, rein aus der Technik heraus zu fotografieren, denn meistens habe ich meine Einstellungen schon intuitiv. Jetzt habe ich mir aber mal so richtig Gedanken darüber gemacht, wie ich das Foto am Ende denn haben möchte. Zum einen, ich bin eigentlich keine Stativfotografin, ich fotografiere zu 90% aus der Hand heraus und das ist für mich immer noch ziemlich schwer, da eine richtige Komposition zu finden. Und deswegen bin ich auch ganz froh gewesen, dass Sven jetzt auch mit dabei war, der mir hier das ein oder andere nochmal erklären konnte. Und zum anderen natürlich auch die Ausrichtung des Lichts. Das war für mich auch komplettes Neuland, weil ich habe noch nie mit Blitz fotografiert und ich benutze eigentlich immer nur ja, das Tageslicht und das Sonnenlicht, so wie es gerade fällt. Und das war super spannend mal zu sehen, was verschiedene Lichtwinkel auslösen können von der Bildwirkung her. Und dann verbunden mit der ja, neuesten Technik, die man so in Kameras hat, dass man halt so ein Fokus-Stacking innerhalb der Kamera einprogrammieren kann, dass man das
nicht alles manuell von Hand machen muss. Das ist eine super Erleichterung. Und für mich als jemanden, der gar nicht so rein technisch fotografiert, sondern eher so aus, ja, ich sag das immer so gern, aus der Emotion heraus, ist das echt eine Erleichterung gewesen. Und ich habe auf jeden Fall vor, jetzt den ganzen Herbst über, solange halt auch viele Pilze dann noch da sind, das öfter zu machen. Und ich glaube, das ist echt eine coole Möglichkeit, sich da sehr kreativ hier auszuleben in der Fotografie. Ich schaue jetzt gleich mal, was Sven noch gefunden hat. Der sitzt nämlich da auch gerade noch an einem Pilz, glaube ich, und probiert so ein bisschen mit Licht. Mal gucken, was er da noch hat. Den Joystick an den weitesten Punkt. Kann ich hier nochmal reindrücken, damit ich rauskomme? Kannst du. Reindrücken? Ja. Und jetzt stelle ich das ein? Ja. Oh, ist schon. Ja, kann ich ein bisschen drüber. So? Ja. Jetzt drückst du Display Back.